So. Hallo, mein Name ist Claudio Schießer, willkommen auf Inside Politics auf YouTube und auf Facebook. Und heute ist ja Europawahl. Ich gehe jetzt zum Wahllokal meiner Wahl, wenn man so möchte. Und Polling Station of my choice, könnte man auch sagen. Und heute ab 16.30 Uhr bin ich dann in Wien im Europahaus und werde direkt von der Wahlzentrale aus berichten. Da gibt es nämlich ab 17 Uhr den Trend, also die Nachwahlbefragung für Österreich. Ab 18 Uhr den Trend für Europa und ab ca. 20.15 Uhr eine sogenannte Gesamtprognose. Die Endergebnisse, die werden allerdings erst ab 23 Uhr erwartet. Das hat damit zu tun, dass die italienischen Wahllokale um 11 Uhr erst schließen. Italien ist nämlich das letzte Land und heute ist ja der Hauptwahltag, weil die Europawahl läuft ja beginnend mit Großbritannien und den Niederlanden seit Donnerstag. Ja, dann werden wir dann auch sehen, wie es eigentlich ausschaut und ja, wir werden uns auch einmal damit auseinandersetzen, ob jetzt zum Beispiel die Freiheitliche Partei massiv verloren hat, wie das teilweise Prognosen sagen, ob Martin Sellner mit seiner Wahlempfehlung für HC Strache, dass man diesen, der auf dem mathematisch interessanten Platz 42 kandidiert, nach Brüssel wählen soll, ob das hingehaut hat, das werden wir dann alles sehen. Und abschließend werde ich natürlich auch am Parkett mit Spitzenkandidaten reden, das werden wir dann noch sehen. Da habe ich auch schon mit einem größeren Medium zusammengesprochen, dass wir das dann immer in 2 Minuten Kurzinterviews im Pack machen, also quasi im Wolfspack, wenn jemand die Anspielung versteht, da schauen wir uns das dann an. Gut, noch eines, ich werde mich in den nächsten Tagen auch mal mit Wieso auseinandersetzen, weil das ist auch ein sehr wichtiges Thema geworden. Es könnte nämlich medienrechtlich durchaus interessant werden. In Deutschland gibt es da durchaus die Rechtsmeinung, dass Wieso nämlich Werbung gegen die CDU, SPD und andere Parteien gemacht hat und eben ganz am Schluss seines Videos andere Parteien positiver dargestellt hat. Das könnte eventuell aufgrund einer Ermittlung, die jetzt mit Artikel 13 zu tun hat, unter Werbung oder unzulässige politische Werbung in Deutschland fallen und damit werde ich mich jetzt mal näher beschäftigen, weil die deutschen Landesmedienanstalten haben jetzt Abfragen gestartet bei YouTubern, ob sie Geld erhalten haben, dass sie sich gegen Artikel 13 ausgesprochen haben. Das sind sehr interessante Dinge. Kurzfassung, wir werden sehen, was dieser Wahltag bringt, was in nächster Zeit auch die Europäische Union verbringen wird. Ich glaube, nach Ibiza, Wiesos Aufruf zur Zerstörung der CDU und diversen anderen Vorfällen im Netz, wird es doch etliche medienrechtliche Konsequenzen geben. Und in Österreich ist ja jetzt zu verkürzen die sogenannte Begutachtungsfrist zur Klarnamenpflicht beendet worden, das war am letzten Donnerstag. Und ein gewisser Herr Manfred Weber, seines Zeichens Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, hat schon angekündigt, dass er sich eine europäische Lösung in dem Thema Klarnamenpflicht auf sozialen Netzwerken wünschen würde. Das heißt, da können wir gespannt sein, da wird es auch noch sehr viel geben. Das war's von mir. Danke vielmals fürs Zuschauen. Bis bald und wir sehen uns heute eben ab ca. 16.30, 16.45 auf meinem YouTube-Kanal. Immer so in Halbstunden bis Stundenschritten werdet ihr dann kurz informiert. Ich werde mich auch ab und an mal auf Facebook melden. Gut, also dann, see you, alles Liebe, schönen Tag noch und viel Spaß beim Wählen.